So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Kingdom Hearts Party 2 Remix, Kingdom Hearts 2 Final Mix, yo! Im letzten Mal haben wir uns in Halloween Town ein bisschen umgeschaut, wir haben Herr Sally getroffen, wir haben Dr. Finkelstein getroffen, haben mit denen gesprochen. Jack hat vor, Weihnachten zu machen hier in Halloween Town, da sind wir ins Weihnachtsland gegangen, haben da auf Nicky Kraus getroffen. Die drei gammeligen Typen, wie der auch immer jetzt heißt, mir fällt der Name gerade nicht ein, haben sich mit Malefiz verbündet, kann man sagen, glaube ich. Und haben ein bisschen Scheiß gebaut, wir sollen jetzt jagen und das machen wir auch, wir sind wieder in Halloween Town. Und ich denke mal, wir werden auch Weihnachtszeit in diesem Part nochmal wieder sehen, aber abwarten. I was so looking forward to destroying that ridiculous Christmas town. But now that Sora and those imbeciles are here, I think a change of plan is called for. Revenge before pleasure, after all. The magnificent, malevolent kind, of course. That sounds really bad! Like, Oogie's kinda bad! And that's super-duper bad! Oogie Boogie? That bag of incensed insects? How intriguing. And where might I find him? Jack and his dumb, stupid friends destroyed him! Ah, yes. Now I remember. More intriguing still. I believe I'll bring your master back for you. Ja, stimmt. Kingdom Hearts 1 haben wir ja ein bisschen zerlegt. Da ist er ja geplatzt nachher. Gut, weiter geht's. Ich denke, wir müssen auch zum Fried, also zu der Stelle, wo die sind. Das ist die Stelle, wo man bei Kingdom Hearts Kingdom Hearts 1 zur Stelle kam mit dem... Ey! Irgendwo ist ja noch Gegner. Unter der Erde. Okay, hab ihn. Wo wir zu dem Ort von Yogi Boogie gegangen sind. Ich werde gleich, weil die gehen jetzt nämlich noch ein paar Herzlose. Die ich jetzt gerne noch besiegen würde, bevor wir jetzt hier weitergehen. Und zack. Gott, ich werde dich angreifen und nicht gerne diese scheiß Statue. So, ist mal gut jetzt. Das überlebt noch, oder? Das sie doch leben, ey. Mein Gott, wie unproduktiv seid ihr, ey. Hallo. Komm raus da. So, tschüss. Maximal P und Magie sind gerade gestiegen, ne? Ich meine das. Alter. Wir haben mich jetzt gerade geil, die Arschgesichter. Ich wollte volle Leben haben. So. Ah gut, wir können rein hier. Okay, alles klar. Hallo. Hallo. I feel like a million bugs. I really owe you one for this, Maleficent. Indeed you do, Oogie. Do you remember Sora, Donald, and Goofy? Do I remember them? Ha! You're too much. I'll never forget what they did to me. What was it they did to me? Squashed you like a bug! That sounds bad. And Jack helped. Even worse. They creamed you. That's right. That's right. That's one thing I won't be forgetting anytime soon. It's the last thing I remember. And it's the only thing I'll remember until I teach those clowns not to mess with Mr. Oogie Boogie. Yes, that's right. That's the spirit. And I have the perfect plan already in mind. Have you ever heard of Christmas Town? Mr. Oogie! Wake up! Wake up! We want to see how bad you are! It seems he needs more time to recover. You three, stay here and keep Sora and the others occupied. My heart is with you. But do not fail me. There they are. Stop them! Tie them down! Get them! Okay. Ihr habt's gehört, Oogie Boogie ist wieder am Leben. Den haben wir ja, wie gesagt, Kingdom Hearts 1 dazu zerplättet. Er kann sich auch nicht daran erinnern, was wir halt mit ihm gemacht haben.
Der frisst aber die Körner, ey. Ich glaube, es hackt, ey. Okay, er hat 5 Leisten, ey. Was geht bei dem falsch, ey? So, aber es sollte kein Problem sein. Ich denke mal, schaffen wir. So. Ein bisschen aufpassen. 1, 2. Das läuft gar nicht mal so schlecht gerade. Ja, Problem ist halt eben ein bisschen Implosion. Und ich weiß gar nicht. Achso. Ich dachte, wir haben irgendwas gemacht. Da haben wir auch in Aufgehalten irgendwas zu tun da gerade. Was soll denn? Machst du da ganz oben, ey? Wie soll ich da ankommen, ey? Hallo, komm runter. Ich komme nicht daran, ey. Ich komme nicht daran. Meine Fresse, komm runter da. Ich komme nicht daran. Komm runter hier. Mann, du Feigling. Oh mein Gott, ey. Wie behindert. Ich kann das nicht aufhalten gerade, ey. So, weiter. So, 1, 2. Das ist ein bisschen kacke. Wenn er in der Luft ist, dann muss ich die ganze Zeit in der Luft kämpfen. Obwohl wir so mehr Schaden, glaube ich, da machen. Aber ich denke es gerade selbst. Ich mache ja schon so selbst nass. Okay, obwohl wir wirklich tatsächlich unterlevelt sind gerade. Da, komm her. Und 1, 2. Und das war's jetzt gleich. Und tschüss. Sturmsatz, Hyperheilung, Maximum AP für beide. Und das war's. Ihr habt's gesehen, es war nicht schwer. Ich hab mir nicht mal meine Dryflies probiert nutzen müssen wieder. Aber wofür auch? Lohnt sich ja nicht. Wenn ich sie nicht brauche, brauche ich sie nicht. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist. Oogie? Ist er nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Genau der, Freund. Ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Inzwischen sind wir das wohl gar nicht mal anderes gewohnt. Ja, stimmt. Da hast du recht, Goofy. Das stimmt. Da hast du recht. Okay. Können wir uns hier umsehen noch oder kommen wir direkt wieder ins Winterland? Confounded, and now I've lost my way. Oh, this is utter foolishness. I should be getting ready for Christmas. Is that you, Mr. Sandy Claus? Yes, but please call me Santa Claus. Of course, Mr. Santa Claus. I was hoping I'd find you here. You see, it's very important that you go back to Christmas Town. I'm afraid something terrible is going to happen if you don't. Well, I am behind on my preparations. All right, tell Jack I'll be waiting for him at home. He had something to say to me about Christmas. But that's just it. Please, go home and lock the door. And if Jack knocks, don't open it. There. The large one in red. All I gotta do is kidnap him? That's right. Lock him up at once. Then begin destroying Christmas Town. That's sure to make Sora and the other fools come running. And then they're all mine! Yes. And in the meantime, I'll turn Santa Claus into Santa Heartless. Are we done? Who's there? Vor allen Dingen, ich verstehe nicht. Eigentlich müsste sich Oogie Boogie an Malefiz erinnern. Die haben mir die Besprechung immer gehabt bei Kingdom Hearts 1. Da war er ja auch dabei. Und da hat er ja mit Malefiz auch geredet. Kingdom Hearts 1, die Szenen. Zwischendurch der Welten manchmal. Aber, naja. Was ist los, Sally? Jack, Oogie Boogie hat Nicky rausgekidnappt. Oh nein. Oh mein Gott, er ist weg. Und er ist ins Weihnachtsland unterwegs. Na los, Jack, wir müssen uns beeilen. Ja, können wir auch gleich. Ich würde gerne aber erstmal die Ability ausrüsten und dann nochmal in das andere Gebiet nochmal zurücklaufen, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ja, Abilities, Sora, Sturmsatz. Bewege dich beim Blocken blitzschnell vorwärts, um dich einem entfernten Ziel zu nähern und dessen Abwehr durchzubrechen. Okay, haben wir noch irgendwas? Nö, haben wir nicht. Okay. Ich würde, wie gesagt, einmal kurz hier schauen, ob wir Truhen sind. Spiralhügel. Nämlich haben wir an den Spiralberg aus Banjo-Kazooie. So ein bisschen vom Namen auf jeden Fall. Ach, Herzlose, das ist ja schön. Hallo. Level up für Jack, Level 25. Ja, wir werden ja wahrscheinlich nicht mehr leveln in der Welt, aber wir können trotzdem noch ein paar Kämpfe machen, ja, weil die Gambling Herzlose auf die Fresse haben wollen. Können die gerne haben. Dafür bin ich bereit. Bin ich auch gerne dabei. Was wollen wir so ein paar neue
hier Steine. Und vor allen Dingen tauchen echt viele Herzlose gerade auf, ey. Das geht ab hier. So, nicht ihr schon wieder, ey. Ganz im Ernst, ey. Na, na, na. What the fuck, ey. Ja, das wollte ich gar nicht, ey. Das Ding wird zurückkatapultiert. Katapultiert. Nein, komm her. Und tschüss. So. Mein Gott. Wieso leben die wieder? Hallo. Auf damit. Mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck, ey. Auf damit. So, Donnertropfen. Und ein paar Lunatropfen. Da lebt noch einer. Hallo. So, tschüss. Noch mehr. Alter, was soll denn? Komm mal mehr. Was geht ab hier, ey? Ja, ich will aber nicht an der Wand kämpfen, sonst kacke. Deswegen waren wir auch gerade rausgekickt, aber aus dem Raum hier wieder. Und zack. Und das war's auch für dich. Oh Gott, wie viele Herzlose kommen denn hier? Oh Gott, wie nervig. Oh Gott, wir machen euch trotzdem nass. Ein bisschen auf jeden Fall. Ich benutze jetzt gar nicht den Analog. Ich greife einfach nur an, weil wir sonst wieder rausgekickt werden. So, tschüss. Das war's jetzt, ey. Okay. Das sollte es gewesen sein. Hoffe ich auf jeden Fall wieder im Raum hier vorne. Das waren noch nicht alle Herzlose. Kommen wir mehr. Definitiv. Das war alles noch nicht. Hey, du, gucken, ob wir das Truhen sind oder sowas. Aber anscheinend ist hier gar nichts, ey. Toll. Nichts. Keine Truhe, gar nichts, ey. Wow. Cool. Haben ein paar Herzlose als der Schlange. Ist auch okay. Das ist auch in Ordnung. Dadurch haben wir auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Und ja, machen wir mal weiter. Okay. Ich glaube, die Herzlosen sind wieder da. Aber klar. Habe ich schon mit gerechnet. Hallo. Habe ich ganz im Ernst schon mit gerechnet, muss ich zugeben. So, Energiestein und Donnertropfen. Das ist schön. Dann kriegen wir auch zumindest mal ein bisschen Geld wieder. Wir haben auch nicht so viel Knete mehr. Hey, gib mir Geld. Danke. Und zack. Und wie gesagt, auch ein paar Schmiede-Items mal wieder. Zack. So, gut. Ab ins Winterland. Weihnachtszügel, Weihnachtsmusik. Da, 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 ba, 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 ba. Nur weil wir mal rausgedrückt worden sind. Done a little redecorating. Wait, something's not quite right. I know what it is. We just need a little more of that boogie flair. I do hope our jolly old friend is looking forward to becoming a Heartless. Oh, clumsy oaf. Are you still here? Why don't you oogie on back where you came from? You're crabbing my style. Have you already forgotten who brought you back, you insolent bag of bugs? Sorry, can't remember a thing. Very well, you ingrate. You'll rue the day you spurned my help. Okay, das war die Unterstützung von Malefiz. Jetzt hilft sie ihm auch nicht mehr. Ja, hat sie verkackt, Ugi. Okay. Ich wollte kurz nochmal trotzdem mal zum Laden gehen, kurz mal die Sachen abgeben, die wir haben gerade. Und dann zu schauen, ob wir irgendwas nochmal schmieden können. Vielleicht. Wäre cool. Ich glaube aber nicht. So, Finstersplitter kannst du nur im Laden erwerben. Okay, schön. Formanalyse haben wir nichts mehr. Übernehmen sie. Blitzgasspange können wir machen. Cool. Wir werden die Erfahrungspunkte aber verdoppeln. Einmal, dass wir auf Level 4 kommen mit Mogri. So, kannst du zusätzliche Materialien verwenden. 2 Stück. Okay, Kreation irgendwas? Nö, nochmal eine Blitzgasspange will ich nicht machen. Haben wir irgendwas, was interessant ist gerade? Nö, zurück.
Kurz mal schauen. Wir können mal... Sie kauft mal vier Streiche, kaufen wir. Dann haben wir die nämlich auch. Dann geben wir die ab einmal. Ah, was? Wieso kaufe ich die? Ich bin nicht doof, ey. Ich bin so hohl, ey. So, einen Litzka-Spein können wir dann mal Goofy sogar geben, oder? Warte mal. Kurz mal schauen. Ja, das ergibt keinen Sinn. Können wir auch Goofy geben. Das ergibt keinen Sinn. Dann können wir sie Goofy geben. Haben wir du irgendwas noch hier? Nö. Nö, ne? Ne, alles gut. Okay. Gut, das wollte ich nur. Dann können wir weiter. Da-dam, da-da, ba-ba-ba-la-b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 a-
So lange es jetzt hier geht, werden wir es auch machen. Ich meine, er wechselt gleich die Position einmal. Ich meine, er kommt herzlos raus. So, er kommt tatsächlich herzlos raus. So. Und zack. 100. Einmal Geschenke wieder. Ja, ich muss mich einmal heilen. So, weiter geht's. Eins. Zwei. Und das nächste Geschenk für dich. Kurz warten, herzlos wieder. Okay, kurz. Ja, ein gammeliges Windding schon wieder. Nicht jetzt hier, ey. Wie nervig, ey. Oh Gott, jetzt bin ich an den gammeligen Stacheldingern hier angefangen. Ja, ich kann mich gerade nicht heilen. Das ist natürlich schön. Wenn wir eine Portion benutzen. Ja, ich gehe jetzt einfach kurz auf die andere Seite. Das hat keinen Sinn, jetzt weiter rum zu gammeln. Dann gehen wir jetzt hier und warten. Jetzt kurz auf die Geschenke wieder. Eins. Und zwei. Und drei. Ja, scheiß Würfel, leck mich. Okay, kurz mal besiegen, weil... Oh, Stachel. Aua. Das ist ganz schlechte Situation gerade. So, zack. So, nein. Fuck, ich hätte mich heilen sollen, ey, oder? Oh, come on. Wie nervig, ey. Weil ich glaube, dass wir jetzt wieder rausgesetzt werden, da wo wir gerade, bevor wir da reingegangen sind, ne? Oder? Ich hoffe echt nicht. Oh Gott, zum Glück sind wir hier drin zumindest, ey. Hätte auch sein können jetzt, dass wir wieder ganz rausgesetzt werden. Und bevor wir ins Haus gegangen sind, das meine ich. Scheiße. Verdammte Scheiße. Ja, ich sag mal, ich habe mir ein bisschen doof angestellt. So, überspringen wir das Ganze, das kennen wir ja bereits. Wäre Blödsinn, das nochmal zu sehen. Das wäre jetzt Blödsinn. Benutze die Geschenke, Oogie Boogie hier runterzustoßen. So, nochmal das Ganze. Immer schön bei ihm bleiben, hier vorne. Jetzt kommt seine gammelige Hand. Aufpassen, dass wir nicht davon getroffen werden. Weiter geht's. Ja, Donald, du bist ein Vollhorst, weißt du? Okay, der gammelige Würfel interessiert mich nicht. Hallo, auf dem Scheiß, Mann. So, weiter. Eins. Und nochmal. Und das noch. Aufpassen. Jetzt geht's weiter. Eins. Und noch einmal. Und noch einmal. So, das sollte jetzt lang. Okay. Na, komm her. Okay, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und zack. Okay, ich meine, jetzt tauscht er die Position, deswegen können wir gleich hinterherlaufen. Oh Gott. Nervig, ey. So, weiter geht's. Eins. Zwei. Und deine Hand kommt jetzt. Einmal kurz heilen, dann können wir unser RP in Ruhe wieder aufladen. Okay, in die Richtung aber bitte schlagen. So, Geschenke jetzt. Ja, ich weiß, ich kümmere mich gleich um die Herzlosen. Aber ich muss kurz einmal das weitermachen, ja? Und zack. Okay, Würfel. Jetzt geht er rüber, jetzt müssen wir kurz warten. Ja, ich ziehe mich jetzt nicht, ich will kurz warten. So, rüber. So. Das war mein Plan. So. Jetzt kriegst du wieder Geschenke, du Arsch. Zwei. Und nächstes. Ich will kein Boogie Gift, bald eine Scheiße. Okay, hoch da. Ja, ich kümmere mich jetzt gleich um euch. Ich muss kurz den Dicken einmal verprügeln, ja? Okay, weg hier, weg hier, weg hier. So. Und wir warten. Ja, noch eine halbe Leiste. Oh, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Er ist wieder in der Mitte, okay. Ich meine, es geht ab. Aufpassen jetzt. Habt ihr gerade. Oh, fuck, jetzt. Oh, jetzt gehe ich nach ganz links, ich Trottel. Das wollte er nach ganz rechts, Entschuldigung. Nein! Oh, ich hab was gedrückt. Jetzt habe ich richtig gedrückt. Okay. Ab in die Mitte. Gut. Kurz warten auf die Geschenke, weil. Aufpassen, das Blitzding folgt ein. Autsch. Out, hochschlagen. So. Geschenke für dich, Ugi. Okay, ein bisschen aufpassen. Ja, aber halt's eigentlich nur. Oh, du bist ein Arsch, weißt du das? Und zack. So. Kurz warten wieder. Und wieder rüber. So. Merke schon, der Kampf dauert noch ein bisschen länger. Hätte ich jetzt vorhin nicht gefailt, hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr geschafft. Jetzt geht ein Blitz wieder los. Von mir aus. Von mir aus. Kratzotten die Dinger hochgeschossen. Von mir aus. Ist mir gerade egal. Einmal heilen. Kurz warten. So, weiter. Eins. Zwei. Und drei.
Okay, er haut es wieder ab, das war klar. In der Mitte, ne, er geht nach ganz links, ne? So, hinterher. Das machen wir den Part jetzt komplett durch, das ist mir egal, ich werde es hier nicht beenden. Okay, da schießt ein Blitz wieder, naja, aber klar. So, wieder für dich. Und eins. Und noch eins. Oh, kurz warten. Seine Faust. Warum sind die nicht ganz rechts gerade? So. Dickerchen, jetzt hab ich's. Eins, zwei. Und das war's. Und tschüss. Tragbereit ins Maximum AP. Dickschädel, Maximum AP. Oh Gott, was ein unnötiger Fail zum Anfang, ey. Das hätten wir viel schneller schaffen können, hätte ich mich nicht von der Faust treffen lassen würden einmal. Na egal, was soll's. Da haben wir es endlich geschafft, ey. So unnötiger Fail, ey. Ohne Scheiße. So ein unnötiger Fail. Alright, Christmas is safe again. Perfect. I'd better get down to business. Huh? You talk like Santa. Yup, you ought to stick to Halloween and spooky stuff. Jack. Here, it's done. Wonderful! Why, I love it! Thank you, Sally. Jack, do you really have to do this? But I make a splendid Santa Claus. Listen here, Jack Skellington. You saved me in Christmas as well, and for that I'm very grateful. But please promise you won't cause any more trouble. And about that suit. Don't even think about taking over for me again. I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus. You must be exhausted from all the preparations. And I wouldn't mind a second chance to get this Christmas thing right. Yes, being Santa Claus can be tiring. But let me tell you something, Jack. Seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile, year after year after year. And you, Jack, you love to make them gasp and see them shiver with fright. What if someone tried to take all of that away from you? We both have very important jobs to do, Jack. Mine is to take care of Christmas, and yours is to take care of Halloween. So we each have to do the very best we can. After all, you're the face of Halloween, Mr. Jack Skellington. The Pumpkin King, the Knight of Nightmares. And even though you're fascinated with Christmas, Jack, Halloween is your true specialty. Don't you see? Children rely on both of us to do our jobs. Halloween needs your attention, and I know Christmas needs mine. Urgently. You're right. I am the master of terror. And if Halloween has become too routine, all I have to do is think of something new that'll really make them scream. Jack! Oh, Jack! I've been looking for you everywhere. We must go over the plans for next Halloween. I can't do a thing without your approval. So true. Good luck, Jack Skellington. Well, there he goes. Yes, and I've got lots of names to check and preparations to finish. Ooh. Oh, Jack, this is no time for joking. What's this? Perhaps a bit too festive for our Halloween needs. Thank you.
We better get going. Before you do, Sora, I believe there's a friend of yours who, if I recall correctly, was the one who told you there's no such thing as Santa Claus. Oh, yeah. He did say that. Be sure to give him my very best wishes. I will, but do you know where I can find Riku? No, but don't give up. Remember, if you believe in Riku, you will find him, just as you found me. Right. So. Ja, der Part ist ein bisschen länger geworden, weil wir auch halt gefailt hatten am Anfang. Okay. Ich war jetzt noch, bis wir auf die Weltkarte kommen. Magnet haben wir bekommen als Zauber. Gut. Wenn wir auf der Weltkarte sind, werde ich den Part auch beenden. Ja, ich sagte euch ja bereits, ich werde die Part zwischen 25 Minuten und eine halbe Stunde machen jetzt. Weil wir sonst nichts schaffen im Spiel. Das ist halt eine Tatsache, weil das Spiel ist wirklich sehr, sehr lang. Und da wir die 100% auch noch machen, wird das so ein bisschen länger werden, das Spiel, als meine anderen Kingdom Hearts Projekte. Gut, Leute, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Part werden wir dann die Strecke zur nächsten Welt fliegen. Dann heißt es, bis zum nächsten Mal und ciao.